Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im LS22 beim Real Farmer Projekt unterwegs. Heute zum Freitag. Heute ist schon wieder Wochenende. Heute ist ja schon wieder Freitag, deswegen Wochenende ist bald da. Die meisten haben schon Wochenende. Wir mähen heute weiter die Wiese da. Bei unserem Projekt eben. Ich weiß nicht, ob wir die Wiese heute schaffen. Ich glaube es fast eher nicht, dass wir die heute fertig schaffen zum Mähen, weil die doch ziemlich groß ist und wir haben halt nur ein Schneidwerk. Wir können zwar ziemlich schnell fahren, aber wir haben halt bloß ein Schneidwerk. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen heute. Genau. Ansonsten. Ja, morgen kommt um 16 Uhr ein neues Video. Und zwar ein ETS 2 Video. Und morgen Abend bin ich dann auch live ab 20 Uhr. Eventuell vielleicht auch schon eher, ab so 19:30 oder so, muss ich mal noch schauen. Weil morgen, so wie es zur Zeit ausschaut, startet was Neues im LS22. Weiteres erfahrt ihr dann morgen Abend im Stream. Oder eventuell morgen im Video auch, gibt es auch noch ein paar Informationen. So, dann mähen wir da mal schnell. Wobei, wir sind halt eigentlich schon ziemlich schnell mit Mähen. Wir müssen, 20 km/h können wir halt fahren. Das ist halt schon eigentlich schnell. Aber halt dann die Fläche. Wir haben halt bloß ein Schneidwerk, ist das Problem. Wir könnten uns zwar noch eins kaufen, aber das wird dann der Traktor wahrscheinlich nicht schaffen. Ich glaube, das ist auch gerade unser stärkster Traktor, wo wir haben. Haben wir den roten, den Lindner, haben wir glaube ich nicht. Nee, ich glaube, das müsste unser stärkster Traktor zurzeit sein. Wir können zwar dann nochmal durchtappen, aber ich glaube, das ist der stärkste Traktor zur Zeit. Deswegen, der schafft auch, glaube ich, hinten kein Heck mehr. Aber das Mähen geht sowieso ziemlich schnell. Und dann noch was, und zwar bezüglich Facebook. Gab es ja in letzter Zeit ziemlich oft Probleme, dass der Stream mal zwischendurch abgeschmiert ist. Das lag halt alles an Facebook. Das sollte aber jetzt behoben sein. Facebook hat meinen PC hat meinen kompletten PC eingefroren sozusagen. Ich konnte dann keine Tastenkombinationen mehr machen, dass ich irgendwie zurückkomme oder so. Ich musste immer meinen PC komplett neu starten. Also Hardcore Reset auf Einschaltknopf und dann muss ich halt den PC neu anschalten. Das sollte aber jetzt behoben sein. Ich glaube, ich weiß, woran es gelegen hat. Ich will aber noch nicht so viel sagen, weil ich will erst noch ein bisschen abwarten. Vielleicht eine Woche noch warten, ob es auch sicher weg ist, weil zurzeit ist halt eben nicht mehr so. Das war aber zuvor auch so. Da ist nicht immer gefreezt worden. Da ist bloß, keine Ahnung, bei manchen Sachen gefreezt worden. Aber normalerweise soll es nicht mehr freezen. Hoffe ich zumindest, dass das jetzt dann der Fall ist. Ich habe es jetzt seit Samstag umgestellt, also seit letzten Samstag. Am Samstag im Stream ist ja abgeschmiert, der Stream zwischendurch mal. Weil ich in R6 reingehen wollte oder reingegangen bin. Und dann ist halt mein PC wieder gefreezt gewesen. Da muss ich halt neu starten und dann ist ja logisch, dass dann der Stream abschmiert.
Das sollte aber, wie gesagt, jetzt behoben sein. Das habe ich dann am Samstag direkt nach dem Stream noch geschaut. Das sollte, wie gesagt, jetzt behoben sein. Ich hoffe mal, dass jetzt behoben ist. Ansonsten weiß ich wirklich bald nicht mehr, weil ich habe schon so viel umgestellt bei Facebook. Zwischenzeitlich habe ich ja nicht Facebook benutzt, da habe ich zwischenzeitlich gar keine Cam benutzt oder dann die andere, die wo halt nicht so geil ausschaut. Ich weiß gerade auch nicht mal mehr, wie die heißt. Hallo. Ich habe auf H gedrückt, hä? Wie habe ich auf H gedrückt? Hab doch gar kein H gedrückt hier. So, jetzt geht's weiter. Genau, also die Probleme sollten jetzt behoben sein. Deswegen, ja, jetzt durchgängig wieder mit Facebook. Genau. Nächste Woche habe ich auch wieder Schule. Deswegen kann es sein, dass ich unter der Woche live bin. Einen Tag habe ich mir sowieso schon vorgestellt. Das erfahrt ihr dann entweder morgen im Video oder dann am Montag im Video, welcher Tag das sein wird. Genau. Und halt dann ja, kommen nächste Woche ganz normal Videos. Eventuell bin ich unter der Woche öfters live. Also Samstag auf jeden Fall, dann nächsten Samstag wieder. Aber so unter der Woche vielleicht. Ja, mal schauen. Donnerstag, Freitag so. Freitag könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und ja, das andere schaue ich einfach mal. Ich werde es euch dann in den Videos ankündigen. Oder wenn es komplett spontan ist, dann werde ich auf Instagram ankündigen und auf meinen Discord-Server, der wo auch unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ein neuer Stream oder ein neues Video online ist. Genau. Dass ihr da einfach nichts verpasst. Ansonsten bin ich auch am überlegen, ob ich jetzt den Stuhl und den Hund, das schöne Hündchen, nach links packen soll, wo die Map ist, dass die Map verdeckt wird und nicht mehr wie jetzt zur Zeit, dass eben der Tacho verdeckt wird. Muss ich mal noch schauen. Wobei eigentlich die Karte ist halt für euch jetzt nicht so wichtig. Euch ist eher, also für euch ist eher wichtiger der Tacho eben. Deswegen werde ich das wahrscheinlich auch noch ändern, dass Facebook, also der Stuhl und Facebook nach links kommen und dann seht ihr den Tacho auch. Die Karte seht ihr halt dann nicht mehr, aber ja, die Karte, sage ich mal, ist unwichtig, aber ich weiß nicht, ob das so geil ausschaut, wenn ich dann die Karte groß habe. Ja, naja. Ja, doch, ich glaube, ich werde es so umändern. Oder ich überlege es mir noch und dann schauen wir mal, ob sich umändert oder nicht. Genau, ansonsten, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo und Like da lassen. Die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es kommt jeden Montag und Freitag ein LS22 Video und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS2 Video. Die Videos kommen immer um 16 Uhr. Und am Samstag bin ich dann auch noch immer live ab 20 Uhr. Ja, nächste Woche, wie gesagt, kann es sein, dass ich öfters live bin, aber normalerweise bin ich immer samstags live ab 20 Uhr. Genau, diesen Samstag, also morgen, kann es auch sein, dass ich eher live bin. So ab 19:30 schon. Das muss ich aber mal noch schauen. Ihr seht es ja dann, wenn ich den Stream ankündige. Ich kündige den ja meistens eine Stunde vorher auf YouTube an. Da solltet ihr auch immer benachrichtigt werden. Ansonsten, wie gesagt, einfach auf Discord vorbeischauen. Da werdet ihr auf jeden Fall benachrichtigt. Und auf Insta normalerweise auch. Außer ich vergisst es. Auf Discord ist ein Bot eingestellt. Der schickt euch immer ja, eine Benachrichtigung. Genau. So, jetzt sind wir eigentlich schon ziemlich weit mit Man jetzt gekommen, muss ich sagen.
Ja, wobei, ja, weiß nicht, ob wir es heute schaffen. Müssen wir mal schauen. Achso, und wegen den Kühen, da habe ich ja letztes Mal gesagt, um die kümmern wir uns auch. Das werden wir machen, wenn wir fertig gemäht haben, also dann wahrscheinlich im nächsten Video. Heute im Video werden wir ja noch mähen. Ich weiß nicht, ich denke fast nicht, dass wir es heute schaffen, das Feld. Deswegen im nächsten Video werden wir dann die Kühe denen Wasser mal geben und ja, füttern können wir die noch nicht. Wir haben zurzeit noch nichts. Das mähen wir ja gerade, das Gras. Aber Wasser können wir denen schon mal geben. Genau. Ja, wenn wir. Nee, also schaffen tun wir das heute nicht, das Feld. Aber ziemlich fertig werden wir heute auf jeden Fall. Weil jetzt halt hier ist zwar die dünnste Stelle hier, aber da haben wir jetzt schon fast nichts mehr stehen. Klar, dahinter geht's wieder breiter. Aber das schauen wir, dass wir da einen schönen Kreis oder so zusammenbekommen. Dass wir keine Ecken drinnen haben. Dass wir durchgängig durchfahren können. Weil dann geht es sowieso noch schneller. Und ja, dann geht es halt schneller. Dann braucht man eben nicht so lange wie da. Das ist eine schöne Kurve, die jetzt schon fast wieder zu eng wird. Da oben ist, glaube ich, nicht mal mehr eine Kurve. Da machen wir aber jetzt eine rein. Und das Stück mähen wir halt jetzt schnell so. Weil dann können wir schön da herum auch eine schöne Kurve fahren. Und dann geht es auch deutlich schneller. Ja, komm, jetzt habe ich ein. Jetzt. Hä? Jetzt stehen wir noch was. Weg. Ja. Das lassen wir jetzt stehen. Genau. Zurzeit, das seht ihr so halb, sage ich jetzt mal. Beim Tacho unten das grüne, der grüne Balken, da. Direkt, wo jetzt meine Schnauze hin zeigt. Hehe. Das ist die Batterie, wie voll die noch ist. Also die ist noch eigentlich komplett voll. Minimal ist ja minimal. Ja nicht mehr komplett voll. Minimal ist heraus schon. Ist die Batterie leer, nicht heraus. Der Sprit wäre heraus, aber die Batterie ist minimal leer. So, jetzt hab ich. Das sieht ihr. Ja, so halb. Genau, da muss ich auch mal noch schauen, wie wir den Traktor überhaupt dann aufladen, wo das überhaupt funktioniert und so weiter. Uiui, das ist auch schon eine doofe Kurve. Da müssen wir halt dann einfach mal schauen, wenn er dann leer ist oder fast leer ist, dass wir da ja. Dass wir da den eben irgendwo aufladen können. Genau. So. Und da mittig wird jetzt fast nichts mehr stehen bleiben, oder? Ja, minimal könnte noch stehen bleiben. Naja, da bleibt noch. Ja, minimal. Naja, nicht mal. Da haben wir jetzt das Komplette schon. So, dann schauen wir mal. Uiuiui. Die Zeit vergeht schon wieder viel zu schnell. Ja, dann werden wir das im nächsten Video auf jeden Fall auch noch, wie gesagt, mähen. Und danach die Kühe noch mit Wasser versorgen. Das werden wir dann im nächsten Video machen. Genau. So, das ist jetzt eine schöne Kurve wieder. Da müssen wir gar nicht mehr stehen bleiben. Wir müssen, glaube ich, nirgends mehr stehen bleiben. Dann können wir durchgehen mit 20 durchfahren. Das ist sowieso immer schön, wenn man durchfahren kann und nirgends so Ecken hat beim Dreschen. Klar, da geht es eigentlich nicht anders, ne? Aber so beim Mähen,
Naja, beim Dreschen könnte man es auch so machen, dass man lauter Kurven drinnen hat. Aber beim Dreschen, ja, weiß nicht. Beim Mähen geht's ja, aber Dreschen eher nicht so. Genau. Und dann fahren wir schnell noch da ein Stück weg. Oder mähen es halt ab. Ja, da herüben ist eigentlich nicht mehr so viel zum Mähen. Wir fahren noch einmal schnell dann rüber. Zu den anderen Kreis, sage ich jetzt mal. Weil wir haben ja jetzt noch zwei Kreise. Das ist echt eine doofe Kurve mittlerweile schon. Eine sehr, sehr doofe Kurve hier. So, da mähen wir schön das noch. Und dann schauen wir mal rüber. Wie da, ja, wie groß da, sage ich mal, der Kreis noch ist oder das, wo wir noch nicht gemäht haben, halt ist. Und dann kann ich so circa einschätzen, wie lange wir dann im nächsten Video noch brauchen zum Mähen. Ja. Sind, glaube ich, ziemlich gleich groß die Flächen noch auf beiden Seiten, wo wir noch mähen müssen. Ich denke mal aber fast, dass wir das nächste Video auch noch komplett mähen werden, weil das doch ziemlich ja, lang dauert mit dem einen Schneidwerk. Ja, und es doch noch ziemlich groß ist die Fläche, wo wir mähen müssen. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, was ist mit diesem Video. Wir sehen uns dann morgen um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Oder dann morgen Abend ab 20 Uhr im Stream. Ja, da werden wir auf jeden Fall LS22 spielen. Was genau, erfahrt ihr dann morgen. Genau, und dann ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.